Moin Moin, da sind wir wieder. Ja, wir sind in der Nachtmarschsteppe angekommen, wo uns der Cavalero, der Rima beschützt hat mit seinem Zauber, erstmal auf die Probe stellen wollte, bevor er uns mit seinen wichtigen Aufgaben betreut oder vertraut macht. Und eine der wichtigen Aufgaben haben wir in der letzten Folge erledigt. Wir haben Venom besiegt und ja. Jetzt sind wir hier noch dabei und machen ein paar Elementare kalt. Weil sie die Steppe ja heimsuchen und das muss man ja verhindern. Genau. Tenon hat gegen meinen Dauerskill sehr schlechte Karten gehabt. Die halten mehr aus. Das kann man auch sehr bequem zaubern hier. Albtraumraptor. Cavalero Bericht erstatten. Und Luigi. Luigi, man wendet sich nicht gegen Familie. Wo ist Mario? Genau. Hast du ihn in Starbound vergessen, oder was? Vor diese Dyson-Sphäre da oben. Ich weiß nicht, ob du daran in den Spind vorbeikommst, aber ich kann es. Das ist ein bisschen verteilt, dass du kein Reittier hast. Bei einigen Sachen. Ja, kann man ganz gut durchlaufen. Da hinten will ich mal hin. Die jungen Leute heutzutage wissen die Weisheit der Alten nicht zu schätzen. Ach so spricht er. Mit dir habe ich die richtige Wahl getroffen. Ich werde dir erzählen, was ich hier tue. Die Arkan haben ihre eigene geheime Mission. Sie müssen die geheime Macht bewahren. Eines Tages kam Abenteurer Gramos zu mir. Punkt, Punkt, Punkt. Und ich rede nicht weiter, weil es egal ist. Gramos interessierte sich für das Geheimnis des Siegels. Ich sollte ihm zeigen, wie man die Macht benutzt. Doch ich weigerte mich. Das war das Problem. Er war sich so sicher, dass er die Macht kontrollieren könnte. Er ging zum Angreiferlager, um Hinweise zu sammeln und kam mit einer Schriftrolle zurück, um das Siegel zu brechen. Er sah enttäuscht aus. Ich würde gerne wissen, was er gesehen hat. Finde Noelia. Er muss irgendwas wissen. Noelia ist... Ich würde Noelia eigentlich eher als Frauennamen sehen, aber okay. Wollte ich auch sagen. Naja, wir werden es ja wissen. Ich werde dich fürstlich entlohnen. Hilfe, ich werde dich fürstlich entlohnen. Hat er schon. Er gab mir Essen. Das Essen pfeife ich mir jetzt rein. So. Meine Energie sinkt irgendwie aus irgendeinem Grund nicht mehr. Meine ist auch dauerhaft voll. Dauerhaft voll und meine Sättigung ist bei null. Also irgendwie, glaube ich, habe ich... Kommt zum Hauptstadt Ignea zum Reittier-Event. Ja, toll. Man kann sich ja keins kaufen. Warum denn Event starten? Also irgendwie spielen wir das anscheinend falsch, wenn man noch nicht mal die Energie verballert. Möglich. Und gleich Energieabfall, zusätzlicher Effekt vermindert. Stimmt, irgendwann hatten wir das mal. Da haben wir Ruja und nur. Das ist eine Frau. Ja, du bist total mutig. Und jetzt geh zurück. Boah, ist die angepisst.
Valkyren sind geborene Kriegerinnen. Wenn du sie ohne Vorbereitung angreifst, werden sie dich einen Kopf kürzer machen. Gramos, wenn ich mich recht entsinne, haben wir den vor 2 Wochen getroffen. Er behauptete, er habe ein Geheimnis im Land der Träume gefunden. Ich habe nicht viel darauf gegeben. Aber warum sucht Cavallero nach ihm? Gramos hat überall nach Hinweisen gesucht. Warum folgst du nicht einfach seinen Spuren, wenn du mehr darüber erfahren willst? Sieh dir den Kampftrupp da drüben an. Ich sah, wie Gramos mit den Valkyren im Schlepptau irgendetwas nachjagte. Du solltest lieber Kampftrupp Speer und Kampftrupp Sucher loswerden. Wird. Unversteckte Auszeichnung. Gramos besaß eine Menge magischer Schriftrollen. Vielleicht hat er sich schon mit Hilfe von Magie Zugang zu den Aufzeichnungen verschafft. Sigrina im Angreiferlager hält ständig irgendetwas Wichtiges versteckt. Töte ihn und suche die versteckten Aufzeichnungen. Bring sie zu Cavallero, wenn du sie gefunden hast. So helft mir doch! Oh Gott, die spreche ich nicht. Ist auch noch ein Nebenquest. Also sehr, eher eine uninteressantere Nebenquest, sagen wir es mal so. Das andere ist auch eine Nebenquest. Ja, stimmt, aber die führt ja irgendwie anscheinend zwangsläufig zu einer Hauptquest hier. Wahrscheinlich, ja. Wechseln wir mal. Kann ich mal sein. Ich möchte seinen Chakram mitnehmen. Das sieht so ein bisschen aus wie Azuras Stern. Oder wie ein klingonisches. Ungültiges Ziel. Ich will doch nicht Scott angreifen, verdammt nochmal. Warum hast du was gegen mich? Was habe ich dir getan? Weiß ich nicht. Stirb! Ha, es ist gestirbt. Bei mir ist gerade ein Gegner explodiert. Kommst du zurecht? Ja, so generell, ich glaube ja. Der Kampftrupp Magier ist ein bisschen hart. Jetzt nicht mehr. Du hast recht, der ist ein bisschen hart. Kein Dokument. Ja, davon habe ich jetzt gleich 2 Stück. Ich auch. Und davon sollen wir ja 10 Stück haben. Oh, 10 geheime Dokumente. Dann gehen wir mal getrennte Wege. Vielleicht geht das dann schneller. Ach, das verbraucht die ganze Energie. Ich habe mich gewundert, was da so viel Vitalität abzieht und was die eine Fähigkeit hier, die ich habe. Dafür macht sie natürlich auch ordentlich Damage. So ist es nicht. Hier ist auch wieder eine Gruppe um Magier. Ding, 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 ding. Bam! Kannst du wieder? So. Ich glaube, ich habe es übertrieben. Aber ich hätte es auch alleine hingekriegt. Ich hab dich zwischenzeitlich mal ein bisschen geheilt. Ja, ich auch. Aber ich halte ja sehr viel aus, weil ich Tank bin. Ah!
Sollen wir jeder für sich sammeln oder so? Wie viel hast du von den geheimen Dokumenten? Ich habe jetzt 6. Okay. Was? Hast du mich gerade geheilt? Ja. Dachte mir, wenn ich schon mal mit mehr oder weniger nicht jetzt rumstehe, kann ich doch heilen. Ne, stimmt. Oh, schon wieder so viel Zeug. Wurde zerstört. Item wurde zerstört. So, ich muss nur noch übergeben. Ja. Item wurde zerstört. Oh. Ja, komm, du kannst mal. Ernsthaft? Ja, dann soll sie aber herkommen, wenn sie mit mir kämpfen will. Rums. Ich kann da einfach zwischendurch laufen, du musst nur einen großen Bogen machen. So, helft mir doch! Ja, da habe ich eine neue Hose. Grammos hat Sukubi gehasst. Seine Familie wurde von Sukubi getötet. Seitdem versucht er, einen besonderen Zauber zu finden, um seine Familie wiederzubeleben. Deshalb sucht er nach dem Geheimnis. Prüfung abgeschlossen und ich habe eine neue Hose. Ja, die sind aber beide nicht so toll. Bei mir passt das. Ja, aussehen wird dadurch anders. Edelstein entfernt. Edelstein erfolgreich gesockelt. Item wurde zerstört. Wo laufen sie denn hin? Kavaliere. Wäre schon fast nach Rima zurückgelaufen gerade. Ah, die Zwielichtblüte ist hier. So. Reden wir nochmal. Ja, ich meine, reden wir noch. Die Walküre hatte versteckte Aufzeichnungen. Davon höre ich jetzt zum ersten Mal. Sie enthalten eine betreffende Beschreibung der versiegelten Macht und auch ihre Aufenthaltsort. Die Macht richtet sich nach der Selbstsüchtigen des Anwenders. Ich denke, Kramos war enttäuscht, weil er mit der Macht nicht seine Familie wiederbeleben konnte. Den Menschen ist es verboten, diese Macht zu benutzen, doch Gramos wollte es dennoch tun und er ist verschwunden. Angeblich hat er eine Schriftrolle gefunden, um das Siegel zu brechen. Ich werde das Gefühl nicht los, dass ihm etwas zugestoßen sein könnte. Die Sukubi dürfen die Schriftrolle nicht in die Finger kriegen. Geh zum Nachtmannnest und finde Gramos, du kannst es verhindern. Ich schicke dich an einen Ort, an dem du Gramos finden kannst.
Sprich mit mir. Ja, wir springen ihn in der nächsten Folge an. Jo, bis zum nächsten Mal.